nicht sagen kann, das dann auch durchgeht mit dem Ton. Ich hoffe, ich habe jetzt den Ton nicht irgendwie ungünstig verändert und also den Spielton. Und es ist für euch weiterhin okay. Test, Test. Ich glaube, ich bin lauter als der Spielton. Jetzt. Vielleicht schiebe ich den Regler noch mal ein bisschen weiter nach rechts. So. Jetzt sind die gleich eingestellt. Vielleicht passt es so besser. Okay, noch einmal einen guten Abend. Es muss hier noch ein bisschen dunkel sein. Ich konnte leider die Lampe noch nicht einstecken. Da braucht es noch einen Moment für. Ich muss nämlich an der gleichen Steckdose noch was laden. Boah, ich glaube, ich war da. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich als letztes war. Weiß ich übrigens bei. Oh, sehr dunkel. Naja, reicht ja. Reicht ja, würde ich sagen. Ich steck mal das Kabel ein. So. Zack, hell, Helligkeit. Hallo Thürerwal, es ist Dienstag, ja? Es ist Dienstag und ich bin heute am Dienstag noch allein zu Hause. Und von daher will ich die Gelegenheit nutzen, nochmal zu zocken, bevor der Rest der Familie wieder da ist. Und eigentlich dachte ich auch, hey, ich habe so viel Zeit. Nach der Arbeit gehe ich kurz in die Schwimmhalle. Und danach komme ich wieder nach Hause und kann den ganzen Abend Jagged Alliance 2 spielen und streamen. Und wie spät ist es jetzt? So wie immer. So wie immer, wenn ich anfange zu streamen. Kurz nach 9 oder 9:30 oder zwischen 9 und 10. So, Quatsch, nicht kurz nach 9, zwischen 9 und 10 meistens. Urlaub war gut. War so mittelmäßig erholsam, weil wir ja viel rumgekommen sind. Und zum Teil halt auch nicht so gut geschlafen haben, aber wir haben viel gesehen und viel gemacht. Und das war schön. Ja. Und ich arbeite jetzt seit gestern wieder. Genau, gestern konnte ich aber nicht streamen. Da hatte ich noch die Bahnfahrt in den Knochen. Mehr oder weniger. Weil der Zug, mit dem ich eigentlich fahren wollte, oder nein, mit dem bin ich auch gefahren, aber der hatte Verspätung. 20 Minuten, dadurch habe ich den Anschlusszug nicht mehr bekommen. Dadurch bin ich dann mit der S-Bahn gefahren, was länger dauerte und musste dann früher aussteigen, weil hätte ich den Nachtbus genommen, wäre ich noch viel später zu Hause gewesen. Deswegen bin ich vom S-Bahnhof bis nach Hause gelaufen. War dann irgendwie um 2:30 zu Hause und erst um 2:30 im Bett am Sonntag. Und da musste ich gestern früher schlafen gehen. Ja. Sonst hätte ich vielleicht gestern schon gestreamt, aber. Nee, so nicht. Ja, dank der Bahn weiß ich nicht. Also irgendjemand war halt auf den Gleisen. Und deswegen sind die Bahnen nicht gefahren. Ist halt ungünstig. Kann ja jetzt die Bahn auch nichts dafür, dass man da erstmal irgendwie jemanden von den Gleisen holen muss. Genau. Also Streckensperrung war das, weil da irgendwie was
Ja, also ich hoffe, die Person oder es klang schon irgendwie Person, war schon, also war noch runterzuholen und nicht nur runterzukratzen. Genau. Also so viel wurde da nicht gesagt. Ja. Okay. Gut. Was hatte ich denn als letztes gemacht? Hatte ich hier schon aufgesammelt? Ja, ich glaube, ich habe aufgesammelt, ne? Ich erinnere mich düster, dass ich hier schon aussortiert habe und so. Im letzten Stream, den ich dann recht lange noch hingezogen habe, damit, dass ich hier so Sachen schon aussortiert habe. Hallo Engel. Gesund und munter, ja. Gesund und munter auf jeden Fall. Kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Wir waren in Paris, anschließend im Disneyland Paris, anschließend sind wir mit dem Nachtzug gefahren, mit dem Schlafzug nach Wien und dann waren wir noch in Wien. Alles 2 Nächte außer der Nachtzug. Also jeweils. Und dann war ich noch 2 Nächte bei den Urgroßeltern. Meine Frau ist noch da und kommt dann morgen nach Hause an meine Tochter. Genau. Auf jeden Fall. Ja, war gut. Und im August geht es dann nochmal länger weg. So der Plan. Die letzten. Kann man im Nachtzug pennen, also vernünftig? Naja, man hat Betten. Und wenn man kein Problem hat, in fremden Betten zu schlafen, dann geht's eigentlich. Also für mich war es okay. Ich konnte da schlafen. Ich konnte nur nicht gut einschlafen, weil ich Angst hatte, ich fall aus 3,50 Meter Höhe oder wie hoch das war. Runter. Und deswegen musste ich erstmal müde genug sein, um auch einzuschlafen. Und dann war es leider so spät, dass ich dann nicht mehr viel Schlaf bekommen habe. Meine Tochter fand es total super. Es war halt in einem Abteil über drei, also ein Etagen. Nicht Doppelstockbett, sondern Dreifachstockbett sozusagen. Ne? Also eins auf Sitzhöhe, eins auf Augenhöhe und eins noch höher. Ja, wahrscheinlich war es eher 2,50 als 3,50. Aber es wirkte schon sehr beängstigend, da runter, also mit dem Gedanken zu spielen, da runterzufallen. Und der Zug, der fuhr ja auch und bremste hin und wieder und so. Und ja. War schon ein bisschen komisch. Da musste ich mich erstmal mit anfreunden. Ja. Genau. Meine Tochter fand es halt total toll, da hochzuklettern. Das war super. Das Rumklettern. Meine Tochter hat aber in der Mitte geschlafen und nicht ganz oben. Weil ganz oben halt die Halterung oder dieser Rausfallschutz leider auch ein bisschen beschädigt war. Das machte mir dann auch noch zusätzliche Sorgen. Genau. Aber ich bin nicht rausgefallen, ich bin nicht mal reingefallen oder irgendwas. Ja, okay. Kann man nur mal ausprobieren. Also ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann würde ich dem eher vertrauen. Und da könnte ich wahrscheinlich besser schlafen. Von daher. Ja, also für mich wäre es okay, das wieder zu machen. Aber es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, glaube ich, mit dem Schlafzug zu fahren. Also wo dann auch wirklich Betten sind.
Genau, das war halt der Zug von der österreichischen Bundesbahn, den wir da genommen haben. Der fährt, glaube ich, auch ein bisschen innerhalb Deutschlands noch rum. Genau, und der ist ja durch Deutschland, also von Paris nach Wien. Genau. Ist halt auch nicht ganz billig, aber dafür ist man dann halt am nächsten Morgen, wenn man dran gewöhnt ist, ausgeschlafen an einem anderen Ort. Hat sich einmal Hotelkosten gespart. Das ist dann aber auch teurer. Ja, genau. Ausgeschlafen halt, wenn man dran gewöhnt ist wahrscheinlich. Genau, also die Kleine war super ausgeschlafen. Okay. Gut, meine Vermutung ist, wie gesagt, ich habe schon alles getauscht. Grizzly hat ja auch schon diesen tollen neuen Granatwerfer. Den alten aber auch noch. Die sind noch am Reparieren. Denn da jetzt noch jemand verletzt? Nee, verletzt ist niemand mehr. Okay, also könnten sie im Grunde weitermachen. Das hatte ich anscheinend alles schon gemacht und Biff, Flo, Alex sind schon im Laster und können sich dann auf den Weg in diesen Sektor hier machen und da Gegenstände sammeln, um sie dann in Salmona zu verkaufen. Ja, da kann ich mit dem Laster nicht nach Salmona fahren, weil hier keine Straße ist. Der Laster kann nur hier lang dann nach San Mona. Und das Gebiet ist noch unaufgeklärt und da sind garantiert noch Gegner. Vertragskonferenz. Was ist eine Vertragskonferenz? Okay. Lass ich die noch nach Süden kommen? Spielt es noch eine Rolle? Eigentlich ist es egal. Eigentlich kann ich währenddessen schon den nächsten Angriff machen. Meine Milizen sind ja alle gestorben. Leider. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr sehen, wie viele Gegner hier sind. Wenn man einen Miliztrupp hat, dann sieht man immer, wie viele Gegner im Umkreis sind. Aber ich glaube, es waren nicht mehr so viele. Also von daher, auf geht's. Mit Trevor sollte ich dann auf jeden Fall nochmal in diesen Sektor reingehen, um dort zu reparieren. Weil ja dort die Werkstatt ist. Das ist ziemlich cool. Jetzt halt Trupp 3 am Mus. Kein Problem. Vertragsdetails besprechen, bevor die Juristen alles versauen. Also die sollten ja inhaltlich nichts verändern, oder? Die Juristen dann. Die machen es dann nur kryptisch oder? Oder Hier was macht schleichen das? noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Ich hätte vielleicht noch auf die Zeit achten sollen. Die Energiepunkte sind jetzt nicht alle so ideal. Bedeutet, die können jetzt vielleicht nicht so viel rumrennen und so. Naja, schauen wir mal. Ich würde es trotzdem einfach mal so versuchen. Und ich muss darauf achten. Oder ich setze mich hier ab. Na, ich brauche auf jeden Fall, denke ich. Brauche auf jeden Fall eine Drahtschere. Okay.
Deswegen muss ich erstmal darauf achten, wer hat hier eine Drahtschere? Dass die nicht im Rucksack verbleibt. Genau. Vielleicht nimmt die einfach mal Fox, weil die hat noch ein bisschen Platz in der Tasche. Gut. Okay, jetzt wieder schlaues Zettelchen. So, jetzt liegen die Rucksäcke. Ja, so ganz klug war das nicht, die schweren Sachen nicht vorher wieder in die Rucksäcke zu stecken. Die jetzt Dimitri zum Beispiel den Koffer, den. Ja, nicht geben, einfach nur. Tun wir das dahin. Box auch. Das hier so doof rum. Okay. Der Game Sound ist ein bisschen laut. Tatsächlich, sogar laut. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Dann mache ich ihn gleich noch mal ein bisschen leiser. So. Hamus noch. Wo ist Hamus? Der steht hier noch. So. Und dann muss ich an der Stelle kurz speichern. Und dann nochmal raus aus dem Spiel, weil ihr wisst, altes Spiel. So, jetzt mache ich es mal. Mache ich mal den Sound so mittig und ich hoffe, das passt dann besser. Ist denn hier noch offen? Das war ja noch gar nicht ganz raus, ne? Altes Spiel. Hat dann auch immer gewisse Macken. Auch nicht die neueste Version von 1.13, also diesen Mod, den ich da drauf habe. Und deswegen neigt es dazu abzustürzen. Das wollen wir aber nicht. Will ich aber nicht. So. Sehr gut. Aber auch nicht zu leise jetzt, ja? Also ich hab halt den Regler versehentlich Ist gut. verschoben, als ich nicht herausgefunden habe, warum der Ton nicht geht. Dabei war die Lösung ganz einfach. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Headset war aus. Okay, sie sind jetzt schon da. Nee, möchte ich nicht. Versuch weiter nach oben zu gehen, dann muss ich mich vielleicht zweimal irgendwie durch den Zaun schneiden. Dann von ganz oben reinzugehen oder so. Ah, nee. Ich sehe einen rotten Mann. Okay. Na gut, dann geht's nicht anders. Dann wollen wir mal. Geht der Kampf los? Ich hoffe, es sind einfach nicht viele. Und dann sollte es ja auch kein großes Problem sein. Okay, der ist jetzt schon relativ nah. Wie nah ist er denn? Kann man jetzt hier schon mit weniger AP? Nee, geht noch nicht. Muss ich die noch nehmen?
Vielleicht nicht ganz so genau zielen. Am Bein getroffen. Na toll. So, jetzt geht die Action los. Jetzt kommen natürlich auch alle anderen. Das war kein leiser Schuss. Und das ist natürlich jetzt nicht so ganz risikoarm. Wenn wir jetzt hier einfach so feuern. Aber schauen wir mal, wer so kommt, würde ich sagen. Box. Ah, ich möchte eigentlich nicht, dass Fox das macht. Dann soll lieber Grizzly nochmal schießen, würde ich sagen. Eigentlich möchte ich ja auch nicht, dass Grizzly das macht. Okay. Amus. Und da rennt ein weiterer in die Unterbrechung von Dimitri. Kann dann auch mal schießen, aber leider nicht wirklich gut. Trevor. Das sollte ihm etwas Angst gemacht haben. Aber er schießt nochmal. So, Dimitri, dann leg dich mal hin. Können wir das mit dem Schleichen auch sein lassen? Das ist eh vorbei. Dass das hier irgendwie geräuschlos vor sich geht. Auf Ira ist mal wieder Verlass. Und die ganzen Gewehre halten sich bestimmt besser, wenn man liegt. So. So. Für ihn hält sich das Gewehr jetzt auch besser. Okay. Nur für den Fall der Fälle, dass jemand von dort kommt. Er sollte auf jeden Fall dieses Gewehr nehmen, sonst sieht er nämlich nichts. Genau, weil er sonst durch das Fernrohr guckt und diesen sehr schmalen Blickwinkel hat. Hallo Samson, guten Abend. Schön, dass du auch da bist. So, Grizzly sage ich schon. Dimitri, die beiden verwechsel ich aber auch wirklich gern. Yep. Dimitri, Ira und Hamus können einfach so viel lernen. Sollte man eigentlich immer schießen lassen. Wenn sie dann noch schießen können. Oh. Hat sich nur hingehockt, aber kann auch nicht mehr schießen. Das trägt ja gar keine Verbesserung mehr dazu bei. Hatte, glaube ich, schon mal geguckt, ob ich irgendwie... bei ihm noch was Besseres beim Zielen bekomme, aber irgendwie nicht geschafft. Okay, der ist erledigt.
Yep. Du kannst darauf wetten, die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Also anscheinend wollen sie nicht. Wenn das so ist, dann fahre ich mit dem... So, der das ist jetzt, gefällt mir. Jetzt gestorben. Das gefällt mir, hat Ira gesagt. Wahrscheinlich, weil der Treffer dann für sie zählt. So, jetzt habe ich hier ein paar Löcher in den Zaun gemacht. Yep. Ja. 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 Ich hatte denen irgendwann mal allen den Mund verboten. Ich weiß gar nicht mehr, warum so wirklich. Aber eigentlich sagen... Ja. Ja. Deswegen, glaube ich. Aber eigentlich sagen sie ja die wichtigen Sachen weiterhin. Okay, also ich speichere und gehe jetzt hinter das Haus. Okay. Dann mache ich dort wieder Löcher rein und dann gehe ich auf das Haus. So ist der Plan. So war er eigentlich von Anfang an. Aber hat nicht funktioniert. Ja. Yeah. Okay, Fox. Kommst du nochmal hier? Schneidest hier noch Löcher rein. Fantastisch. Fantastisch, ja. Da ist wohl... Fantastisch. 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 Ich weiß gar nicht, ob's... Fantastisch. ...ihr das auch irgendwas skillmäßig bringt, wenn sie mit der... Ja. Drahtschere okay. rumschneidet. Sie scheint sich zu freuen, dass sie ja. mit der Drahtschere Zäune durchtrennen kann. Ja. Ist ja auch was Besonderes. Ja. Okay. Noch weiter ran wird wahrscheinlich schon schwierig. Da sieht man die dann schon wieder über die Kanten des Gebäudes. Deswegen erstmal vorschicken. Dann die letzten beiden nachholen. So, da war wohl wieder so ein kleines Fenster. Offen muss durchgeguckt hat. Während er hochgeklettert ist. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Okay. Aber kann sich jetzt nicht hinlegen. Yep. Gut, ich würde es schon gerne wieder mit den schlechteren Söldnern machen. Die erstmal drankommen. Können wir vielleicht auch hier raus. Sagen erstmal mit ihm so andere Sachen, andere Seiten gucken. Und prüfen, dass da niemand kommt. Bin bereit. Aus anderen Richtungen. Und Dimitri, Ira... Bin bereit? Ja. Und Chris, der kann auch so üben und
Skillen, Leveln. Bin bereit. Yep. Okay. So, die Positionen sind erstmal ganz gut. Ja. Dimitri nochmal hoch und nach vorne. Sehr schön. Dann machst du einfach mal den Anfang, würde ich sagen. Ah, ducken solltest du dich ja noch. Nee, du machst vielleicht doch nicht den Anfang. Ja, wobei. Yep. Wobei, eigentlich vielleicht doch. Hier und da. Ja, du musst dich auch wieder hinlegen können. Ist denn das Gewehr nicht geladen? Das ist unschön. Okay, wir lassen noch eine Runde vergehen. Hier. So. Ja. Ist jetzt hier überall. Nee, ist noch nicht überall aus. Ja. Ja. Immer noch unentdeckt. Yep. Hier. Okay. Jetzt entdecke ich auch nichts mehr. Haben die sich jetzt hingehockt? Dann würde ich sagen... Ja. Warten wir mal auf Unterbrechung. Yep. Oh. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Durchaus. Die uns jetzt doch gesehen. Hier. Okay, Chris bekommt eine Unterbrechung und die soll er jetzt auch nutzen. Schön gewesen, wenn er getroffen hätte. Hat er aber nicht. Ja. Aber wir haben ja zum Glück auch Dimitri und Dimitri regelt das schon. Oh. So sieht's aus. Versteckt er sich wieder. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was und vor. Der ist natürlich hochgeklettert und eine Unterbrechung haben Moose, Trevor und Grizzly sogar. Okay. Erstmal Moose. Da wechsle ich jetzt wieder auf eine Pistole, weil da kann man mehr Schüsse abgeben, zumindest theoretisch. Aber er ist ja schon von dort nach da gekrabbelt und dadurch hat er jetzt relativ viele Aktionspunkte verloren. Würde ich mal sagen. Mal mit der Schrotflinte. Oh, right on. Was ist das? Ja. Das war natürlich jetzt ein heftiger Schuss auf den Armen. Okay. Yep. Unterbrechung für Ira. Sehr schön, da rennt einer weg. Schade, Ira. Yep. Die haben nur Pistolen, so wie es aussieht. Also die jetzt hier unten rumrannten. Okay. Hier. Yeah. Und der hat aber ein Gewehr.
Vielleicht schafft es Chris dieses Mal. Ja. Könnt natürlich auch das Scharfschützengewehr zu Rate ziehen. Da wird es dann wahrscheinlich wieder immer klappen mit den Treffern. Mist. Das war knapp. Er hatte zwar eine Pistole nur, aber eine automatische Pistole. Okay. Jetzt aufstehen. Dann sehe ich den ja wahrscheinlich. Ja. Shit! Wieso shit? Habe ich doch geahnt. Schade. Ja. Schade. Verdammter Mist. Oh. Ja. Chris ist getroffen. Hier. Dem war auch nur sehr wenig Schaden gemacht. Das Ding ist nicht schlecht. Okay. Hier. So, der ist jetzt näher, rennt jetzt näher ran. Ziel mal mit Hamus wieder hier hin. Stille. Kampfmodus verlassen. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Das ist er doch. Sehr gut, Dimitri. Doppelt gut. Genau so. Und Ira hat es leider nicht erledigt. Hier. Der hält auf jeden Fall gut durch. Blutet ganz schlimm jetzt. Und gibt Hamus auch nochmal eine Chance. Mit seiner schlechten Trefferwahrscheinlichkeit, aber es hat gereicht. So. Wieder aus dem Kampf. Jetzt 5 Gegner erledigt. Hier. Bin bereit. Wer ist denn? Erb. Bin bereit. Box ist die beste Medizinerin. Mal hier kurz den Chris heile. So. Ging schnell. Ich sehe einen rotten Mann. Das ist ja, ja. Nett von dem, dass er da hochklettert. Da bietet sich ja eigentlich die an. Mit der zu schießen. Man eigentlich auch mit einem automatischen... Nee. Oder? Doch. Kleinen Feuerstoß. So, das waren 3er Feuerstoße. Kann man einstellen, dass man nur mit 3 Schuss schießt. Ja gut. Ja. Yep.
Das ist dann natürlich auch sehr praktisch, um nicht zu viel zu schießen. Rottenmen alle tot. Okay. Rottenmen alle tot. Ja. Sektor erobert. Waren nicht viele, waren nur 6. Ja. Hatte ich ja irgendwie vermutet. Bin bereit. Ja. Dass das nicht viele sind. Ja. Um mir jetzt hier die restlichen beiden Sektoren noch zu holen. Bin bereit. Hier haben die Herren Fabrik. Die machen grünes Zeug, wo glüht. Nicht sicher für Menschen zu sein hier. Ja? Grünes Zeug, wo glüht. Ja, so sieht es aus. Ja. So, Trevor ist unser Türöffner. Grünes Zeug, wo glüht, gibt's hier. Ja, fluoreszierend. Hm? Alustangen, total toll. Yeah-ho! Ja. Hier mehr grünes Zeug, wo glüht. Hier gibt es ein paar Granaten. Hochexplosive. Ja. 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 Juhu. Ja. Und noch ein paar mehr. Gut. Ja. Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller. Gut, dass wir Trevor haben, würde ich sagen. Der erkennt nämlich auch die Falle dann. Nee. Auf die Falle wollte ich nicht schießen, ich wollte die Falle entschärfen. Oh, right on. Schau doch nochmal nach der Falle. Sehr gut. Right on. So, ist an der Tür auch eine Falle? Ne. Kann er noch ein bisschen seine right on. Schlossknack-Skills trainieren. Ein Granatwerfer. Right on. Nichts drin? Nichts drin? Right on. Das ist schon eine Gemeinheit, dass da nichts drin ist. Okay, ich denke, das sind alle Sachen, die es hier zu öffnen gibt. Und da sind ja einige... Erstmal die Dinge wieder aufheben. Ist der G-Shift... Und F, ist ja klar. Anbringung entfernt. Ich wollte, dass ihr die Rucksäcke wieder aufhebt. Hat er das jetzt gemacht? Haben sie gemacht. Okay. So. Okay. So, dann kriegt auf jeden Fall erstmal Trevor wieder sein seine Tasche und Dimitri auch. So, und hier gibt's 60 mm Mörsergranaten und ein Talon-Granatwerfer. Der ist halt insofern sehr nice, weil man den unter jede beliebige Waffe, also nicht jede beliebige, aber unter viele, unten drunter montieren kann.
anscheinend nicht unter diese Colt. Aber unter diese Mikrogalil. Die hat halt nur eine Reichweite von 25 Metern, das ein bisschen sehr wenig ist für unser Team hier. Hi! Ja, stimmt, man kann die auch so einfach reinsetzen, genau, und abfeuern, das ist richtig. Ja, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt noch mehr Inventar ansammeln, deswegen baue ich die lieber unter irgendein Gewehr drunter, würde ich sagen. Ja, ich habe hier zwar Mörsergranaten, aber keinen Mörser, der die abfeuern kann. Ach, und das ist die Tasche von Fox. Die Arzttasche. Ja, wir waren gestern schon bei jemand anderen, der Jagged Alliance 2 gespielt hat. Ungezogene und ich. Wie hieß er nochmal? Eigentlich ist der Grizzly unser Granatenexperte. Achso, das ist integriert, ja. Genau, der hat also integrierten Granatwerfer. Na, der gestern Jagged Alliance 2 gespielt hat. Oder war das Sonntag? Nee, das war gestern. Ich weiß, ich habe den Namen vergessen. Ich bin ihm gefolgt. Der hat auch sehr, sehr viele Follower schon. Irgendwie was von 50.000 oder sowas. Gulasch gehören? Echt? Kann sein. Keine Ahnung. Da habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Nee, so viel hat er nicht. Kann ich das Talon echt nirgendwo drunter schrauben, weil dieser... Die nehmen das alle nicht, ist ja ein Ding. Das wundert mich ja. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man das eigentlich fast überall drunter klemmen kann. Den Granatwerfer. Genau, der Bärtige. Der mit dem langen Bart. Der seine Frau anscheinend Hexe nennt. Ja, der war sehr einfach drauf los und gar nicht wirklich geplant, wie er, dass er da irgendwie strategisch ein bisschen vorgeht. Und meinst du? Naja. Also unter die Mikrogalie kann ich es anscheinend drunter machen. Das ist ja jetzt aber auch nicht die Waffe, die ich gerade benutzen wollte. Ah, vielleicht muss ich es nur erstmal ins Inventar ziehen und dann geht's auch. Warum geht's? Der Talon-Granatwerfer kann dank eines Adapters an viele Sturmgewehre montiert werden. Und so die Feuerkraft des damit ausgerüsteten Soldaten massiv erhöhen. Ja, denkst du? Aus irgendeinem Grund geht's eben nicht. Habe ich jetzt Pech gehabt, ja? Hab ich keinen dabei? Also es hat doch vorhin auch das Mikrogalil noch geleuchtet. Er wusste ja, dass man in der Inni was umstellen kann. Du bist ja auch sehr kritisch. Also ich habe mich auch bei ihm ganz gut unterhalten gefühlt eigentlich. Also ich war halt selbst
müde und nicht mehr zu allzu viel zu gebrauchen. Und von daher war das schon okay. Okay, gut. Dann kann ich das dann auch nur mitnehmen und schauen, dass ich hoffentlich bald ein Sturmgewehr kriege, wo das auch drunter verwertbar ist. Ja, hier natürlich sowieso nicht. Und unter einer AK geht es offenbar auch nicht. Es kann auch sein, dass bei der AK das jetzt nicht geht, weil ich hier so ein Alu-Bolzenfeder dran gemacht habe und dass es vielleicht eigentlich gehen würde. Aber ja, geht jetzt hier leider. Hey, Moment. Okay, bei dem Ding geht's wirklich nicht. Aber war das nicht so, man muss das Zweibein entfernen und dann? Nee. Nee, habe ich anscheinend wirklich Pech gehabt mit dem Talon, dass ich im Moment keine Waffe habe, wo das mit kompatibel ist. Aber einen Mündungsfeuerdämpfer habe ich noch bekommen, aber ich glaube, alle Sturmgewehre haben bereits Mündungsfeuerdämpfer. Von all meinen, wenn nicht sogar Schalldämpfer. Ist ja kein Sturmgewehr gewesen. Genau, das heißt, ich könnte die jetzt hier auf andere Waffen drauf machen. Ist halt die Frage, wo das noch Sinn macht. Bei den Pistolen macht es natürlich. Ja. Ja klar, ich kann es natürlich auf irgendwelche Pistolen draufknüpfen. Ja, machen wir es so. Hat natürlich auch ein bisschen. Hat das Negativeffekte? Nee, das hat tatsächlich überhaupt keine Negativeffekte. Aber eigentlich müsste das. Nee, hier ist der. Eigentlich müsste das doch irgendwo angezeigt werden, was der Effekt ist. Ein Mündungsfeuerdämpfer macht ja, dass man in der Nacht das Mündungsfeuer da nicht so gut aufblitzen sieht, wenn man schießt. Und Gegner im Nachtkampf sehen dann schlechter, wo man ist. Also, wenn das Mündungsfeuer abgegeben wird, dann blitzt halt die Waffe kurz auf und dann erhöht sich die Sichtreichweite, denke ich, der Gegner dann für den Moment und sie wissen dann, wo man ist. Zumindest. Na, hier ist das mit dem Blitz. Aber das ist hier jetzt direkt auf dem Mündungsfeuerdämpfer mit dem unterdrückten Mündungsfeuer. Das müsste doch eigentlich hier in erweitert. Hier ist es doch. Unterdrücktes Mündungsfeuer. Keine Ahnung. Da ist es auch in der Liste. Ich habe es doch gerade hier auf diese Waffe angebracht und da fehlt es in der Liste. Und anscheinend. Ist es ein Bug irgendwie bei der Waffe, dass das nicht angezeigt wird? Naja, siehst du, hier ist es nicht drin. Bei der, ja, MP5K. Okay. Gut. Letzten Sektor. Würde ich sagen, also hier ist ja jetzt nichts mehr groß, was ich noch mitnehmen wollte. Ja, vielleicht diese kleine Waffe. Moment mal. Bevor ich losziehe. Da muss ich nochmal gucken. Die könnte. Ich weiß nicht, ob als was das gezielt wird. Kompakt.
Diese schwere Maschinenpistole vom Kaliber 9x39 mm wird von russischen Spezialeinheiten verwendet. Es ist eine Maschinenpistole. Bedeutet das? Nein. Das bedeutet nicht, sie hat die Pistolengröße, aber sie hat eine extrem geringe AP-Zahl von nur 1. Das heißt, das kann man schon als gute Ersatzpistole nutzen. Die Beretta hat, die hat den gleichen, Genau. Also die Beretta hat auch nur 1 AP. Das ist halt das Gute an Pistolen, dass die wenig Aktionspunkte kosten. Im Gegensatz zu einem Sturmgewehr, das hat dann ein paar mehr. Zum Beispiel hier 10 und ein Scharfschützengewehr halt noch viel mehr. Moin, Real Mado 1. Willkommen im Jagged Alliance Stream. Jagged Alliance 2 Stream bei mir. Schön, dass du dich her verirrt hast. Hergetraut. Genau, ich bin gerade am Auswerten meines Loots, ob ich dieses Gewehrchen hier noch mitnehmen sollte. Ach stimmt, die Feder habe ich ja auch gleich. Da hast du recht. Ist mir gar nicht aufgefallen, Ungezogene. Ich dachte, ich hätte nur alle Stangen gefunden. Ja, nicht nur du, Real Mado. Nicht nur du. Mir geht es genauso. Und ich habe es immer wieder angefangen und bisher aber noch nie durchgespielt. Ich habe es sehr oft angefangen. Bin dann immer nur bis maximal Balime gekommen und war noch nie in Meduna. Also persönlich, ich habe es schon mal bei anderen gesehen. Nee, noch nie. Ich habe noch nie Dead Runner getötet. Und die Idee ist jetzt vielleicht, das mit dem Stream mal hinzukriegen. Wird Zeit, ja. Aber ich lasse mir auch immer sehr viel Zeit. Auch heute, wie man merkt. Das Problem mit dieser Waffe ist, die braucht dann auch entsprechend Platz. Oh, Thyraball, ich fürchte, du musst gehen, oder? Danke dir für deine 42 Bits. Schön, dass du so lange dabei warst. Da hast du recht, da hast du recht. Vielleicht spiele ich es jetzt endlich mal zu Ende. Genau. Ja, Thyraball, ich vermute mal, du musst gehen, du hast noch nichts geschrieben. Auf jeden Fall, du hast was geschrieben. Leider muss ich hier den Rest vom MVOD schauen. Genau, okay, dann Thyraball, schlaf gut. Viel Erfolg dann morgen bei der Konferenz. Und bis bald wieder. Und danke dir noch für die 42 Bits. Das ist auch seltsam. Irgendwie wird mir das, wenn gleichzeitig geschiert wird und geschrieben, wird mir das in meinem Chat hier nicht angezeigt, sondern nur in dem Activity-Feed. Ist aber auch nicht so schlimm. Genau, also das Coole an dieser Waffe ist halt, die hat eine große Reichweite von 25 im Vergleich zu der Heckler Koch MP5, die hat nur 11. Schaden ist 25, hier ist er 31. Genauigkeit ist 52. Hier ist sie 7. Ich denke mal, Genauigkeit ist auch größer, besser. Natürlich. Sie ist sogar leichter als die MP5K. Was ich halt nicht kann, ist eine Einstellung. Also zumindest vielleicht kann ich das nicht.
Also so ein Feuerstoß, der dann eine bestimmte Anzahl an Kugeln abgibt. Also drei. Genau. Ja, sieht so aus. Also hier kann man Feuerstoß mit drei Kugeln abgeben. Und das ist hier ausgegraut, so wie es ausschaut. Das wird anscheinend nicht gehen. Ja, das geht nicht, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Bei einem erfahrenen Kämpfer wie Grizzly sollte das sich trotzdem ausgehen. Da würde ich fast sagen, ich tausche die MP5K mit der Munition gegen. Ach, das habe ich gar nicht. Nehme ich lieber noch so ein Magazin mit. Gegen diese Waffe mit der Munition. Schraubt da auch den Mündungsfeuerdämpfer drauf. Da hat sich jetzt aber was. Na, da wird ja jetzt das nicht dran passen. Nee, ist ja kein Sturmgewehr. Genau, Bolzen und Feder habe ich halt auch noch. Da müsste ich, um sicher zu gehen, das ins Inventar von Trevor legen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das sonst nicht jemand anderes macht. Mit dem Montieren und das könnte sonst in die Hose gehen oder kaputt gehen. Und dann kann ich damit noch eine Waffe verbessern, die im Moment noch viel AP hat. Was haben wir hier? 7, das ist nicht so viel. Die AK hat das schon. Die hier ist auch nicht viel. 10. So mittelfiel. Bei der könnten wir das machen. Eigentlich sollte man sich das aufheben, ne? 3. 9. Famas ist eigentlich eine ziemlich gute Waffe. So, ich muss mal speichern. Bin mir wieder nicht sicher, hat es nicht die AP, sondern verleiht ihrer Waffe eine größere Schussrate. Aber es ist ja eigentlich AP, genau. Also man kann dann mehr schießen pro Runde, logischerweise. Okay, es soll um 33% senken. Das müsste eigentlich dann 6 heißen, ne? Die Feuerstoß-AP wird gesenkt. Könnte auch sein. Man muss es testen. Na, hier steht 31 oder 34. Je nachdem, welchen Feuerstoß man wählt. 24. Ich frage, warum die AP jetzt. Das ist nur fürs Anlegen? Ach, das ist nur fürs Anlegen.
Das sind 24 für den Schuss und 31 für den Feuerstoß und dann die Autofeuer. 9, 24, 31, ja. Man sich mal merken. Na, eigentlich muss man sich nur die 24 merken, weil ich glaube, von dort aus geht es dann weiter hoch. Das sind hier 25 und 41. Hier habe ich schon die Reduktion dran um 11. Genau, das ist hier schon gut bei der AK, ne? Die hat ja 14 gehabt. Und hinterher nur noch 15 gehabt und hinterher nur noch 10. Dauerfeuer ist schon auch deutlich besser. Da ist schon was dran, was die AP reduziert. Was reduziert denn da die AP? Keine Ahnung. Na, wir versuchen es mal hier. Ich glaube, der untere Grenzwert ist hier noch lange nicht erreicht. Gespeichert habe ich ja gerade. Oh. Er hat's kaputt gemacht. Auch das sollte nicht jemand machen, der kein Techniker ist. Genau, ungezogen. Richtig. Habe ich nicht darauf geachtet. Genau, es sollte jemand machen, der Technik-Erfahrung hat. Und das ist Trevor. Das heißt, Hamus, gib mal deine Waffe an Trevor. Dann versuchen wir das nochmal. Okay, jetzt kostet halt das Dauerfeuer noch weniger mit dieser Waffe. Ja, mein größtes Problem mit der Waffe ist ja eigentlich, dass er damit so schlecht schießen kann, aber das ist ja bei allen anderen Waffen auch so. Naja, ich weiß nicht. Da weiß ich nicht so genau, woran das liegt. Muss ich zugeben. Also wenn ich ziele mit Hamus, dann ist es ja so, ich ziele halt irgendwie zweimal und das verbessert die Genauigkeit noch gar nicht. Erst beim dritten Mal bei den Rüstungen. Du meinst bei dem, was er anhat? Okay. Also hier ist tatsächlich einiges. Was sich auch auf die Waffe auswirkt. Ja, stimmt, die fehlen mir noch, aber ich meine, die Probleme hat oder das Problem hat ja tatsächlich nur Hamus. Und Hamus ist der mit diesem ganzen. Naja, gut, er ist auch sehr durchmischt, was er da trägt. Naja.
Egal, ich nehme das jetzt erstmal so hin. Kann ich mich hier im Detail nochmal mit beschäftigen. Im Detail nochmal mit befassen. Ist jetzt erstmal okay. Ich möchte jetzt Grum holen und mir auch den letzten Sektor noch holen. Und ich glaube, auch dort sind nicht mehr so viele Gegner. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Zumindest erinnere ich mich, dass die Milizen, als sie hier noch in dem Sektor waren, dort nicht viele Gegner gesehen haben. Das waren ja jetzt nur 6 eben. Und ich denke mal, das sind jetzt hier auch nicht so viele. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, sich zu verstecken. Auf einem Dach zu verstecken, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt von Süden gekommen wäre, könnte ich hier auf dieses kleine Dach, aber sieht man halt auch nichts. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal hier in den Wald. Vielleicht begegnen mir gleich Gegner. Oh, die haben mich festgenagelt. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Hier. Autsch. Ja, mir begegnen gleich Gegner. Bin bereit. Okay. So, trotzdem nicht die Rucksäcke vergessen. Ist natürlich jetzt ungünstig, dass ich schon es geht doch gar nicht. Doch, die Rucksäcke gehen noch. Okay, dass ich schon im Kampf bin. Aber nachladen geht jetzt nicht mehr, ohne dass ich aktiv nachlade. Ja gut, hilft ja nix. Ist nah genug für die Pistole? Nein, natürlich nicht. Versuch's mal. Sehr schön. Das gefällt mir. Mir auch, Aira. Ja. Mir auch. So, also schnell irgendwie nach allen Seiten sichern. Denn die Gegner wissen bereits, dass ich da bin. Hier. Ja. So, liegen tun sie erstmal alle. Ist das normal, dass so viele Aktionspunkte vorhanden sind? In meiner Version ist das nicht so gewesen. Ich spiele mit dem Mod 1.13 und der fügt dem Spiel nochmal sehr viel Tiefe hinzu, was die was erstmal jede Menge unterschiedliche Waffen noch zusätzlich und dann, was das genaue Zielen angeht, was bestimmte Auswirkungen auf die das Kampfgeschehen angeht. Und da haben sich die Entwickler dann dazu entschieden, die Anzahl der Aktionspunkte zu erhöhen. Genau, damit man das feiner quasi darstellen kann, was da an unterschiedlichen Möglichkeiten noch hinzugefügt wurde. Quasi. Im Originalspiel hat man, glaube ich, bloß so 15 oder sowas, ne?
irgendwie was in dem Schnitt, was man da hat. Bin bereit. Zum Start der Runde und hier sind es halt doch deutlich mehr. 25. Kann sein, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lang her. So. Die Leiste bewegt sich sehr langsam. Das heißt, ein paar Gegner. Bin bereit. Ja. Können wir noch erwarten. Ich bleib erstmal trotzdem liegen. Rotten Man immer noch hier. Interessant, die sind nicht gekommen. Kann ich jetzt nachladen? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da ist er. Okay. Na dann, Chris. Auch die Warnung vor den Scharfschützen am Anfang war ein bisschen beängstigend. Sag ich mal. Und dass sie ihn nicht sieht. Chris aber schon. Hat sie keine Sonnenbrille? Sie hat keine Sonnenbrille. Okay, Hamus und Fox haben eine Unterbrechung bekommen. Genau, dieses Zackige hier, meine ich. Kann natürlich sein, dass es an der Kleidung liegt. Müsste man mal ausprobieren, wie das ist. Ja, kann ich natürlich machen. Mit der Sniper, dann trifft sie vielleicht auch besser. Ach so, und dann hätte sie ihn vielleicht auch gesehen. Der Punkt. Okay. Schön. Bin bereit. So, da ist natürlich das jetzt zu weit weg für ihre Pistolen. Das heißt, sie wird mal das Gewehr verwenden zum Schießen. Trifft aber leider nicht. Ja. Oh, der ist aber freundlich zu uns und kommt immer näher. Stück für Stück. Gibt jedem die Gelegenheit, mal auf ihn zu schießen. So, jetzt wird er wohl liegen bleiben. Ja. Sieht ihn jetzt noch niemand? Bin bereit. Die Brillenträger sehen ihn noch. Schlaf schön. Sehr schön. Okay. Hamus und Trevor bekommen eine Unterbrechung. Ja. Autsch, da ist ein Glas zu Bruch gegangen. Oh, fucking hell. Das hier. Ja. Und der ist auch sehr freundlich und kommt immer näher. Und lässt alle mal schießen. Und jetzt wird er auch liegen bleiben. Ja, das stimmt natürlich. Also, Amus ist jetzt nicht gerade der Beste. Bin bereit. Feindberührung. Nein, ist noch zu weit weg. Ah, damit kann sie nicht schießen. Naja, dann versuche ich es mal mit den Pistolen. Da die weniger AP kosten, um ihnen erstmal ein bisschen Angst zu machen. Ja. So, jetzt bekommt Ira auch eine Unterbrechung. Na.
Da ging auch eine Scheibe zu Bruch. Hier. Ja, aber jetzt war er ja in Reichweite. Ich kann natürlich immer die Sniper verwenden, auch jetzt bei Chris. Dann treffen die auch besser. Ich habe große Probleme. Okay, jetzt wird's eng. Ja. Yeah. Okay, wie sieht's denn aus? Hat noch jemand nicht geschossen? Dimitri ist bisher noch ganz... Ja. Ganz unbeteiligt. Ja. Okay. Ja. Dimitri, du siehst die wirklich nicht? Erzähl doch nicht, du musst nur da hingucken. Und schon ändert sich alles. Okay, naja. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Yep. Ich mach's jetzt. Aber Moment mal. Das muss sie doch sehen jetzt. Ist der Winkel schlecht irgendwie? Ja, Sniper ja, aber kein Zielfernrohr dran. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Vergessen. Ich schon wieder vergessen. Ja. So. Ich gebe mir jetzt hier mal eine dicke Salve rein. Aber das mache ich vielleicht erst, nachdem alle dran waren. Ja, wer sieht denn den da? Irgendjemand sieht zwei. Kann doch nicht Hamus sein. Hamus sieht zwei. Muss ist der Einzige, der den sieht. Hier. Für die anderen steht da irgendwie in einem doofen Winkel. Gut. Bin bereit. Fox sieht niemanden. Ist ja auch nicht wahr. Warum sieht denn Fox niemanden? Ja, komisch. Trevor sollte vielleicht weiter hierhin zielen, weil da ist ja noch irgendwo einer. Und dann nehme ich nochmal Hamus und gebe hier noch eine Salve rein. Aus allem, was er hat. Allem, was er schießen kann. Den hat er auch erwischt. Und den hat er hoffentlich ein bisschen verängstigt. Okay, interessant, dass der gleich gestorben ist. Er hat ihn ja nur am Bein getroffen, aber anscheinend... hatte der schon sehr viel Leben verloren. Oh, fucking hell. Ja. Kommt nicht mehr näher. Yep. Macht nix. Der ist dann auch erledigt. Ja. Hamus, dann...
Hast es versucht, würde ich sagen. Der steht im grünen Bereich, würde ich sagen. Eigentlich. Eigentlich müsste Ira den sehen. Wer sieht den noch? Fox sieht Bin ihn. Bereit. Jetzt interessanterweise. Fox. Versuch's mit der Sniper. Bisschen zielen. Ist keine Sniper, ist ein Gewehr. Okay. Nicht getroffen. Ja. Verdammt. Sehr schön. Okay, das stoppt den auch erstmal ein Stück weit und sonst versuche ich jetzt einfach mal mit Dimitri noch einen kleinen Feuerstoß da reinzugeben. Ein bisschen größer geworden, der Feuerstoß. Aber das bremst ihn auf jeden Fall aus. Ja. Das hat ihn sogar so verängstigt, dass er abgehauen ist. Schade eigentlich. Können wir speichern und Alright, on. Ja. Ein Stück weit hoffen, dass er wiederkommt. Den hat es jetzt auch erledigt. Aber ob der nochmal wiederkommt? Sicher nicht weg. Unwahrscheinlich. Ja. Blutfleck sehe ich nicht. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Wer sieht ihn? Nur Chris? Meinetwegen. Telefoniert noch nach Hause. Hier. Wir haben nicht alle absolviert. Wer einmal wiederkommt, dass keiner unvorsichtig wird. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Wer einmal wiederkommt, kommt bestimmt wieder. Super. Und es gibt noch mehr Gegner. Hier. Du kannst darauf wetten, die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Es gibt noch mehr Gegner, aber die sind noch unverletzt. Erstmal nachgeladen. Zumindest da, wo es möglich war. Hier ist es nicht möglich, weil er noch die Leuchtspurmunition nutzt. Ja. Ja, die Werte von Hamus sind nicht besonders gut. Aber er hat zumindest einen guten Schleichskill und er ist ein sehr, sehr günstiger Söldner, wenn man ihn pro Tag mit wenig Geld zahlt. Ja. Und auch der wird ja besser. Auch wenn er jetzt nicht der cleverste ist, ne? Man nicht so gut dazulernt. Bin bereit. Ja. Wie Ira beispielsweise. Super Ira. Finde ich ja genial, die Ira. Ja. Okay. Sie ist auch ziemlich genial. Daran liegt es wahrscheinlich. Okay, dann schleiche ich vielleicht mal hier unten lang. Die Zivilisten laufen schon herum. Verstanden. Ich hoffe, es sind nicht mehr so viele Gegner. M72, keine Ahnung. Alles klar. Die wollen mir töten. Ja. Kannst du recht haben? Yep. Na.
Da habe ich ja Hamus ungünstig positioniert. Das war jetzt auch ungünstig. Bin bereit. Ja. Ich jetzt nicht mitgerechnet, dass schon so früh jemand anderes sich zu erkennen gibt. Aber ja. Dann sei es so. Nee, nicht mit Stealth. Ja. So, rausrennen wird er ja nicht gerade dort. Oh. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja. Das war der Sniper. Der ist anscheinend bei den Kisten und hat Grizzly gerade einen Schuss in den Kopf gegeben. Jetzt ist er, hat er sehr viele Weisheitspunkte verloren. Hat man gar nicht gehört. Hat man doch gehört, oder? Ja, nee. Wir gehen woanders lang, würde ich sagen. Das ist uncool. So viele Sachen kann ich dir nicht verlieren lassen. So, sie sind bereit. Nochmal alle. Wie viel hat er denn jetzt verloren gehabt? Ja. Hat er doch irgendwas in den 50ern gehabt. Also 20. Lapua, okay. Ja, das war ein ordentlicher Wumms, würde ich sagen. Okay, also hier ist einer. Und wahrscheinlich hier bei den Kisten. Verstanden. Was man natürlich auch machen könnte, wäre einmal mit Chris rumzugucken, wenn er die Sniper nimmt. Verstanden. Viel Zivilistenaktivität hier. Ich weiß jetzt nicht, welcher Hauswand du meinst. Okay. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Okay. Ja. Ja. Bin bereit. Also ich stehe jetzt hier erstmal wieder doof rum. Ja. Na, den, der steht, müsste Trevor eigentlich auch sehen, weil der steht im gelben Feld. Jetzt sind sie sogar beide im grünen Bereich.
Bin bereit. Mach erstmal noch nichts weiter. Ja. Ja. Grizzly kann dann vielleicht nach oben klettern. Noch nichts weiter außer mich hinlegen. Bin bereit. In Position legen. Die scheinen mich jetzt noch nicht gesehen zu haben. Ja. Ich höre was. Ja. Sie hört leise was von Osten. Das ist ein Zivilist. Mit dem Fenster, wo ich gerade vorbei bin. Meinst du jetzt hier durch diese Fenster gucken, oder wie? Und dann hier unten lang. Bin bereit. Die Hausseite. Ich kann es mir echt schlecht vorstellen. Hier und dann hier runter oder hier. Rechts. Rechts ist hier. Könnte ich mich hier hinstellen? Aber dann bin ich schon wieder recht nah dran und ich kann halt auch nicht weg. Weiter rechts. Hier hinten? Aber da ist doch jetzt, da kommt da jetzt niemand. Von da bin ich ja jetzt gekommen. Denk nicht, dass da jemand kommt. Oder meinst du hier? Ich werde jetzt erstmal hier die rechte Seite. Aufmerksamkeit erregen. Und dann kommen die schon. Zumindest die. Der Sniper, wenn der hier wirklich bei den Kisten sein sollte, dann kommt der da auch nicht raus. Dann müsste ich da mit Chris, also meine Idee wäre jetzt mit Chris, mit seiner Sniper irgendwie, wenn ich hier die anderen weg habe, die jetzt nicht snipern, hier irgendwie hinzugehen und so langsam zu gucken in die Richtung. Und vielleicht auch mit den anderen, die noch Snipes haben, mich irgendwie zu positionieren und dann so durchzugucken und das abzudecken, das Gebiet, und ihn vielleicht rauszulocken. Das Haus hat nur eine rechte Seite. Naja, in einem 3D ist es halt immer schwierig. Das hier ist eine rechte Seite und das hier ist auch eine rechte Seite, würde ich sagen. Aber rechte Ecken gibt's halt, ja, je nachdem, wo man, wie man das sieht. Also von den Söldnern aus gesehen ist das alles rechts. Ja. Ja, da drüben sind sie, hast du recht. Ja. Jetzt sieht er mich auch. So genau hätte ich gar nicht zielen brauchen. Ach doch, bei Dimitri lohnt sich das. Ja. Ein paar Gegner sind es schon noch. Okay. Ich stolz sein. Super, Stufe 5. Für einen Söldner, der nichts kostet. Yep. Das ist wunderbar. So, Hamus darf auch noch mal.
Leider nix. Tschüss. Verdammter Mist. Ja, das ist... Okay, jetzt bleibt er liegen. Ja, die Häuser sind nicht ideal, weil sie alle Fenster haben. Aber wenn ein Haus an einer Seite ohne Fenster... Dann platziert man da die Söldner an der Wand. Drei schauen, also... Hier ist ein Haus ohne Fenster an der Seite. Drei schauen zur einen und drei zur anderen Ecke und dann kommen die Gegner immer schön. Ja, das stimmt. Wenn man sie lockt, dann geht es auch, ja. Hier. Ach, Chris hat ihn gar nicht gesehen. Daran lag's. Ja. Schade. Schade. Wer sieht ihn noch? Sieht ihn Hamus? Nein. Hier. Ja. Grizzly würde ich ja gerne nach oben schicken. Die sollen ja nicht so viel lernen. Aber... Mama wäre stolz auf mich. Er verliert Geschicklichkeitspunkte und Grizzly gewinnt Geschicklichkeitspunkte. Sehr schön. Lassen wir das erstmal dabei. Ich höre was. Ja. Na, Grizzly hört leise. Ja, das ist... Ja. Weiterhin der Zivilist. Machen wir weiter Schießübungen. Sehr gut. Gut. Ja, leider ist der andere jetzt hier weggegangen und... Ja. ...kam nicht zurück. Ja. Kommt auch weiterhin nicht zurück. Okay. Ja. Grizzly darf jetzt mal hier runterlaufen. Gefährlicherweise, aber ich glaube, da ist halt auch keiner. Würde jetzt auch nicht helfen, ihn da stehen zu lassen. Ja. Wenn die Söldner nicht kommen wollen, dann wollen sie nicht kommen. Also wenn ich mich jetzt hier positionieren würde und 3-3 machen würde, so wie du sagst, es geht natürlich, aber es gibt halt Bin bereit. Söldner, die sind in unmittelbarer Nähe. Und selbst die wollen nicht kommen. Also neben dem stand ja gerade noch ein Blonder und der ist weggegangen und kommt auch nicht wieder. Und ich glaube nicht, dass meine Schüsse zu überhören waren. Würde denn jetzt auch nichts bringen, wenn ich hier stehen würde? Ja, hast du recht. Nee, ich denke, wir müssen erstmal weiter schleichen. Die hat er gehört. Und den Blonden finden. Und ich hoffe, das ist nur der eine Sniper. Ja. Ich vergesse. Ich schon wieder vergesse. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da war Blondie.
doch noch mal raus. Ja. Würde ich sagen. Ja. Hier. Könnte einen Blick wert sein. Ja. Bin bereit. Z. Hier sind es halt Häuser mit Fenstern. Ja. Ah. Verdammt. Okay, ein Geschicklichkeitspunkt können wir verkraften. Den hat er gerade gewonnen und jetzt wieder verloren. Armer Grizzly. Der ging durch die Wand durch. Dafür gibt es einen Punkt an Treffsicherheit. Hier. Yeah. Chris, warum sieht ihn Chris nicht? Suchen es einfach trotzdem. Treffer war's. Yep. Sind halt auch noch zu weit weg. Macht aber nix. Error wird da mal ein bisschen was reinfeuern. Genau. Ja. Das macht dem dann auch Angst. Der war auch nicht so verkehrt. Ja. Ein Schloss getroffen. Welches Schloss habe ich denn getroffen? Von dieser Tür? Ja. Hat er ein bisschen Leben verloren. Jetzt die Rüstung durch, würde ich sagen. Hier. Nochmal ein Schloss getroffen. Hier. Ja. Ja. Muss passen auf. Nicht alle Soldaten dort. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Nun darf Chris. Steht aber so doof. Da ist er untreffbar. Der holt jetzt seine Freunde, aber er kann aus dem Haus zumindest nicht schießen. Hier. Verwundet ist er. Blutet. Okay, es geht los. Ja, jetzt war das zu knapp von der Zeit, dass ich... Ja. Dimitri nachziehen konnte. Yep. Und Ira. Yep. Ja.
armer Grizzly. Das ist alles noch nicht so schlimm. Liebste. Ja. Bis dahin. Na, das war ja... Schloss getroffen. Yep. Sehr gut. Ira hier regelt das. Schloss zerstört. Hier. Ja. So, dann kriegen jetzt erstmal Dimitri und Ira die Chance, würde ich sagen. Gut. Auf Wiedersehen. Ja. Und Grizzly darf sich jetzt erstmal schleunigst von Fox verarzten lassen. Ja. Ja. Fertig verbunden. Fängt ja nicht an zu bluten. Weit sind sie sicher nicht weg. Nee, sind sie sicher nicht. Haben sich hier schön verteilt. Zwischen den Häusern. Andere wird wahrscheinlich immer noch da hocken. Und der Scharfschütze sowieso da unten. Ja. Und ich muss hier Stück für Stück mich voranschleichen und hier. Ja. Hier. Alle bekommen etwas Schaden. Bin bereit? Okay. Wer brauchte denn noch Erste Hilfe? Ach, wahrscheinlich die ganze Zeit Grizzly noch. Okay. Ja. Bin bereit. Bin bereit. Wahrscheinlich so eine Kiste. Oder so ein... Ja, doch, so eine Kiste, deren Schloss ich zerstört habe. Nur in diesem Haus. Ja, bereit. Ja. Durch diese ständige auf diese Kante hier schießen und dann wird hier eine Kiste stehen, nehme ich an. Man kann ja durchaus durch die Wände auch durchschießen. Okay. Verstanden. Alright. So, die ganze Linie wird er ja wohl nicht abdecken mit seinem Scharfschützengewehr. Gehe ich hier einmal fröhlich durch, würde ich sagen. Bis nach unten. Wie spät haben wir es eigentlich? 11:30. Muss ich mal eben was gucken. Das machen wir dann nicht mehr. Na gut. Okay. Stück vorangekommen, niemanden gesehen. Verstanden.
gehe ich jetzt mal bis hier nach unten. Stück für Stück. Gucke, ob hier noch jemand ist. Und dann würde ich... Ja, nach dem in der Mitte und dem Sniper schauen. Dann sind es wahrscheinlich die letzten beiden. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Wenn nicht hier noch mehr sind. Und hier sind noch mehr. Bin bereit. Okay, also. Hier. Dann haben wir den. Wer sieht den jetzt? Ira zum Beispiel. Yep. Okay. Ungewöhnlich. Ja. Ja. Sie mal Platz machen. Yep. Ira hier schießt nicht, dass sie die anderen trifft, aber... Ich hoffe, wenn die so nah stehen, schießt sie an ihnen vorbei. Ja. Sie nicht getroffen. Dimitri sieht ihn nicht. Ist mir jetzt egal, ich werde es trotzdem mal versuchen. Das war sehr gut, Dimitri. War wirklich ja. sehr gut. Und die beiden ist schon klar, dass die ihn nicht sehen, weil die sind ja noch ein bisschen weiter weg. Hier. Ein sehr guter bereit? Blindschuss. Ja, mit dem ja. Health Kit lässt sich das sehr schlecht zielen. Ja. Warten wir kurz ja. ab. Wie gewohnt kommt niemand. Lassen Sie sich bereit. Dieses Mal wirklich Zeit und haben sich ja. sehr verteilt auf der Karte. Ja. Yep. Ich meine, wenn man hier ja, über yep. die Karte rennen oder gehen muss und suchen muss, die Gegner, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass man aus Versehen auf jemanden mit einem Scharfschützengewehr trifft. Okay, ich gehe jetzt mal dahin. Da ist irgendwas. Okay. Und jetzt hier rüber zu dem Haus. Sind ja gar nicht so wenig. Camper dieses Mal. Sind ja noch mehr als 2, 3. Und hier ist schon gefährlich, hier durchzulaufen. Würde ich fast sagen. Aber okay. Ich würde es mal riskieren, um noch hinter dieses Haus zu kommen. Auch das hat ein Fenster. Er könnte mich jetzt durch 2 Fenster auch beschießen. Eventuell. Aber ich hoffe, es passiert noch nicht. Ich möchte halt näher ran, um vielleicht den hier zu finden. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Da sitzt einer im Haus. Auch der. Ich nicht gut Ziel sehe. Campt da ganz wunderbar. Kann natürlich von dort aus super schießen. Jetzt vielleicht nicht auf mich aufmerksam machen. Hier. Ah, ja, wir können es mal so versuchen.
Ja. Das war auf, auf den Kopf geschossen. Aber hier. Ins Knie getroffen, quasi. Ja. Nicht wirklich. Bin bereit? Die einzige mit einem anderen Gewehr ist sie und sie sieht ihn nicht. Auch nicht, was der da machen wird. Ich mach mal Folgendes, ich gehe dann dahin und bewache lieber hier die Kante. Mit ihr? Ja. Grizzly nimmt sich mal die andere vor. Ja. Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Alright. Da können die ihn nicht sehen. Versuch noch einen anderen Schusswinkel zu kriegen. Mit denen hier. Von hier. Ja. So, mal gucken, was passiert. Telefoniert erstmal. Und versteckt sich wieder. Ja. Langsam wird's brenzlig. Okay. Hier. Jemand beschießt Chris von der Seite. Das ist wahrscheinlich der, der hier war. Bin bereit. Der ist jetzt vorgestürmt. Verflixt. Das machen wir jetzt auch. So, jetzt ja. Geht's ihm schlecht. Schlecht ist aber eigentlich noch nicht schlecht genug. Weiß nicht, eigentlich sollte er nichts mehr machen können. Verdammter Mist! Okay. Hier. Der ist wieder zu sehen. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Steckt seinen Kopf auf der anderen Seite raus. Wir zielen wieder auf den Kopf. Operation gelungen. Patient tot. Bin bereit. So. Wenn er vor Erschöpfung schon umfällt... Ja. Dann wird er jetzt nicht wieder aufstehen. Das heißt, ich kann mit den anderen wieder ja. Ich soll erstmal versuchen, irgendwie aus dem Kampf rauszukommen. Denke ich. Ah, er ist wieder aufgestanden. Stimmt, ich habe ihn ganz vergessen. Ja. Wir versuchen es mit Dimitri. Sehr gut, Dimitri. Hier. Der arme Junge da hinten. Schlaf schön. Okay. Bin bereit.
So, wie gesagt, ich denke, das ist der gewesen, der hier um die Ecke kam vorhin. Der kam jetzt zur Verstärkung für ihn, nachdem der telefoniert hat. Der hier hinten kann gar nicht raus, weil der ja von Zäunen umgeben ist. Und naja, zumindest ist es mir bisher noch nie untergekommen, dass die... Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ja, das sind alles Zivilisten. Dass die Gegner, fällt es jetzt das richtige Wort nicht ein, dass die Gegner anfangen, Zäune zu zerschneiden. Ja. Genau, okay, also. Hier. Jetzt. Das ist noch ohne, dass er durchs Zielfernrohr guckt. Wenn man jetzt durchs Zielfernrohr guckt, dann sieht man, dass man einen ganz schmalen, aber recht langen Streifen dann grün hat. Das ist das, was er durchs Zielfernrohr sieht, bis zu diesem Haus. Und damit werde ich jetzt gleich mal versuchen, mich vorzutasten. Erstmal nachladen. Vielleicht bei allen. Gehe ich erstmal hier an die Kante. Drehe mich so. Also ich nehme mal an. Ach, das funktioniert ja wieder nicht. Ach doch, es funktioniert, okay. Das funktioniert nur im Kampf. Ich nehme mal an, dass es jetzt der letzte ist. Okay, dann haben wir ein schönes Sichtfeld nach da unten. Aber wir sind noch nicht nah genug dran. Ja. Dimitri kann schön nach da decken. Bin bereit. Ja. Ich sagen, gehen wir mit den anderen. Nochmal da in die Mitte rein. Ich hoffe mal, wir haben so eine ungefähre Waffengleichheit hier. Ich habe eine Genauigkeit, eine Reichweite von 78. Bin Was hat bereit. Ihr Gewehr? Ja, nur 36, das ist wenig. Die SKS hat 37 auch. Und das hat 75. Die Springfield von Ira. Ja, mit Ira würde ich sagen. Ist gut. Und der Springfield werde ich dann auch mal hier versuchen, einen Blick zu erhaschen. Es funktioniert gar nicht so wirklich, weil die Springfield irgendwie kein Scharfschützengewehr drauf hat. Kein Zielfernrohr drauf hat. Die scheint, obwohl es hier drauf abgebildet ist, scheint es nicht integriert zu sein. Nicht so wirklich. Zumindest kann ich nicht zielen in dem Sinne. Das ist eine relativ normale Reichweite hier. Bin Ja. bereit. Okay, ich traue mich mit den dreien mal hier rüber. Hier Versuch's. gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Oder er ist ganz nett zu uns und stellt sich. Das ist sehr fair.
Da kann man das mit Zielfernrohr anbauen. Hier. Und hier ist halt eins drauf. Ist aber auch nicht integriert. Also das könnte ich auch abnehmen. So, ganz freundlich von ihm, dass er zu mir kommt. Da das so weit weg ist, würde ich jetzt aber trotzdem auf den Torso zielen. Bin ich mal gespannt, ob er hier den Gefallen zurückgibt. Okay, sehr nett von ihm. Er hat sich hingelegt. Natürlich an den Punkt schießen. Ob das klappt? Niemand sieht. Er sitzt genau da. Wir haben alle von Daydrunners Männern in diesem Sektor eliminiert. Ich bin stolz auf dich, Chris. Sehr schön. Ja, okay. Ja, dann müsste ich da tatsächlich noch eins aufbauen. Auf ihre Waffe. Und vorher ist es halt keine wirkliche Sniper. So, er hat leider seinen Sniper nicht fallen lassen. Schade. Aber so ist das eben. Ich will nicht... Die Küste hat ihre guten und schlechten Seiten. Nette Häuser. Aber die Fabrik der Herrin hat die Umwelt total verpestet. In der Stadt Grum gibt es viel Industrie. Das stimmt. Ja klar, kann man alles droppen lassen, aber... Ist gut. Ich dachte mir, ich will lieber ein bisschen... Ja. Bisschen mehr Zufall mit reinbringen. Und nicht ganz so viel Inventarmanagement. Weil er einfach nicht so viel droppt. Und jetzt habe ich es geschafft, die Stadt zu erobern. Und jetzt kommt nochmal viel Inventarmanagement. Jetzt schaue ich erstmal in... Du liebst Inventarmanagement. Ja, ich mag das eigentlich auch gerne. Aber es ist für die meisten dann nicht so schön anzuschauen, glaube ich. Die Waffen, die jetzt hier gedroppt sind, sind alle so la, würde ich mal sagen. Er hat die Magazine gedroppt. Für sein Scharfschützengewehr. Die M72 ist okay. War halt auch viele AP. Ich kann mal nochmal vergleichen mit der Schrotflinte von Trevor. Der hat ja jetzt eine, da hatte ich mal verglichen mit der Bellini bereits und dachte so, naja, eigentlich ist die auch nicht besser als die Remington, die der Trevor hat. Aber hier ist noch eine Spass. Die könnte vielleicht besser sein. Muss ich nochmal vergleichen. Ja, hast du recht. Ich habe ich ja auch mit Chris. Und Ira ja auch. Größeres Magazin. Der hat das gleiche Magazin wie er. Okay. Erstmal die Rucksäcke wieder aufheben. Und dann vor allem mit Trevor erkunden gehen. Alright. Ja. Yep. Nichts drin? Mit Trevor wegen der Fallen, ne? Wobei das hier doch eher alles Privathäuser sind. Da kommt es dann eher auf die Kisten an, die man noch öffnen kann. Nichts drin. Nichts drin. Juhu.
Ja. Also. Ich habe immer das Gefühl, dass man im Nahkampf dann ganz gut mit denen umgehen kann. Also falls man dann mal einen Gegner direkt vor der Nase hat. Hm? Und denkt mir, und denkt mir, dann kann man ja einen Schuss mit Wumms absetzen. Nichts drin. Aber... aber am Ende verbraucht die einfach so viel AP, dass man mit anderen Waffen halt auch, genau, mit dem Burst zum Beispiel oder mit der Pistole einfach viele Schüsse, mit einer Pistole auf den Kopf zum Beispiel, das ist halt alles auch eine Möglichkeit. Nichts drin. Deswegen ist das mit den Shotguns immer so eine Sache, die mich noch nicht so wirklich überzeugt hat. Die Spaß kann ja, glaube ich, mit Dauerfeuer Shotgunnen. Oder mit Autofeuer. Nichts. Das Schloss hat das kaputt gemacht. Gut. Da ist einiges drin. Nichts. Ja. Ja. Hm? Nichts drin? Inzwischen. Oh, lassen Sie mich raten. Sie haben schlechte Nachrichten. Gute. Ich habe gute Nachrichten, Eure Hoheit. Ihr seid noch an der Macht. Aber es scheint, dass die Söldner Krumm erobert haben. Elliot, Sie Schwachkopf. Das sind keine guten Neuigkeiten. Hört das denn niemals auf? Wie kann das passieren? Drei Städte? Vielleicht sollte ich Kinder rekrutieren. Die erledigen den Job bestimmt besser. Soll ich euch noch ein paar Kinder kommen lassen, meine Herrin? Elliot, Sie Schwachkopf. Sie sind wirklich saudumm. Werfen Sie jetzt alles in die Waagschale, scheuen Sie keine Kosten. Die Söldner müssen sterben. Und bringen Sie mir Ihre Leichen. Wie ihr befehlt, Eure Hoheit. Ja. Der arme Elliot hat jetzt inzwischen ein sehr geschwollenes, zugeschwollenes, kaputtes Auge. Weil er immer verhauen wird von Daydrunner. Eigentlich ist Elliot ja nicht da. Nichts drin? Bin bereit? Nichts. Und außerdem sind das ja gute Nachrichten. Ja. Yeah. Also für mich sind die gut. Bereit? Ja. Und nicht nur für mich, sondern für ganz Arulko sind die gut. Nichts. 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 Und da Daydrunner ja die Herrscherin von Arulko ist, sollte sie sich doch eigentlich freuen. Wenn sich jemand... ich lass mal lieber die Finger davon, wegen der... Nichts. ...potenziellen Fallen, wobei... Nichts. Ja. Ich probier's mal. Hat keiner Faller. Nichts. Okay. Nichts. Dann eben nicht. Ja. Nichts drin. Noch ein Kühlschrank. Nee,
nicht Kühlschrank, sondern einen Küchenschrank nichts übersehen. Drin? Nichts drin? Nichts drin? Bin bereit. Nichts drin? Fuchs können wir schon mal da runter schicken. Wenn ich Arulku nur verlassen könnte. Ich glaube, hier in dem Sektor sind keine named. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Nichts. Alles nur Zivilisten ohne Zweck. Nichts. 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 Die 18. Diese Zivilisten alles in ihren Häusern haben. Schon interessant. So, du bist hier zum Schneiden. Fantastisch. Uns einen Zugang zu schaffen zu den Sachen, die noch im Sektor liegen. So, jetzt können wir auch alles erreichen. Sehr gut. Ja. Nichts drin? Nichts drin? Ja, hast du recht. Eigentlich müsste der Schaden gigantisch sein bei einer Shotgun, damit es irgendwie gerechtfertigt wird für die AP-Kosten. Nichts drin? Nichts drin? Right on. Nichts drin? Hm? 9x19 Panzer brechend? Ja. Nichts. 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 Das ist auch nichts. So eine Sache, wenn man zwei Schränke direkt nebeneinander nichts hat und man sieht gar nicht den Unterschied, die okay. Ob das jetzt ein oder zwei Schränke sind. Da hoffe ich, dass ich keine vergessen habe hier. Die sehen jetzt hier auch nicht so ausgezogen aus, die Schränke, aber ich denke mal, das sind sie. Da war ich ja in der in dem Haus. Nichts drin. Verdammt. Nichts drin. Oh, naja, das ist so nicht. Ich habe schon einmal C18 gefunden. Nichts drin. Hier oben. In irgendeinem. In dem Schrank hier. Und dem verschlossenen hier. Da ist jede Menge drin. Medipacks vor allem. Würde ich mal sagen. Das Tarnset. Oh. Also es sind schon ein paar gute Sachen drin. Hm? Eine Feder für die Alustange. Nichts. Drin? Die andere im Nachbarsektor. Kann ich nochmal AP-Reduktion machen? Yeah-ho!
Also so schlecht ist es nicht, würde ich sagen. Verdammt. Ja, mühsam ist es. Nichts. Aber wenn man Inventarmanagement mag, dann will man doch noch mehr Inventar haben. Okay. Wenn du Drop All machst, dann hast du vielleicht schon genügend, dass du dir dieses Mühsame sparen kannst. Verdammt. Na komm. Nichts. T-Shirt. Nichts. Da wäre mir dieses grandiose T-Shirt entgangen. Und mit T-Shirts kann man T-Shirt und Wodka, habe ich ja woanders in einem Schrank gefunden, kann man doch wunderbare Molotow-Cocktails machen. Bettzeit, Ungezogene, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht, schlaf gut, schön, dass du da warst und so viel mitgeredet hast. Nichts. Nichts. Das macht das Ganze immer noch ein bisschen... Nichts. Interessanter. Wenn noch jemand mitdenkt, sozusagen. Nichts. Ja, das ist besser. Definitiv. Ah, hier unten sind noch eine zu öffnende Kiste ist da noch. Die anderen sind alle offen. Okay, dann habe ich noch dieses Haus. Reicht, wenn Trevor das macht. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. In diesem Haus ist nichts drin. Und in der Kiste ist noch eine Senfgasgranate. Okay. Dann habe ich, glaube ich, alles. Habe ich alles. Ich würde mich ja auch über Reparaturkits freuen, aber die bleiben mir verwehrt. Leider. Mehr Kanister. Kann ich mir mit den Wagen rumfahren. Medipacks sind natürlich auch nicht verkehrt. Okay. Inventarmanagement. In dem anderen Sektor hatte ich keine relevante Rüstung zumindest. Genau. Okay. Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich mache auch nicht mehr lange. Also, vielleicht, ich mache das hier noch zu Ende. Werde ihn noch heilen und gucken, ob nochmal ein Gegenangriff kommt. Aber ich werde den dann auch nicht mehr kämpfen. Wahrscheinlich. Genau. Also, erstmal weiter versuchen, hier Inventar unterzubringen. Kann noch jemand einen großen Rucksack tragen? Einen Aruk. Vielleicht Amus. Nee. Leider nicht. Wobei Chris hat diese Gürteltasche. Die Gürteltasche ist mit irgendwas kompatibel. Ich glaube mit diesen Rucksäcken. Da müsste ich mal gucken. Ach nee, das ist der Aruk. Dem hier. Mit der geht, glaube ich, die Gürteltasche. Da müsste ich mal eben gucken, ob ich, wenn ich den Rucksack tausche, also den kann ich ja gegen den, geht das auch nicht? Ah, nee, das geht auch nicht.
Na gut, dann hilft mir das ja nix. Kann ich nur eine ganz andere Weste tragen. Aber das ist jetzt erstmal noch keine Option. Jimmy Lee, hi! Die üblichen Verdächtigen mal wieder hier. Schade. Das ist der einzige Rucksack von der Sorte, den ich habe. Aber wie es ausschaut, könnte ich diesen Rucksack dem Hamus wegnehmen und gegen einen Aruk tauschen. Das hilft doch. Und dann nehmen wir das wieder rein. Und den Tims, den kann Chris haben. Dann kann er auch noch mehr tragen. Sehr gut. Genau, das wollte ich machen. Dann schauen wir mal, wer hat noch keine Sonnenbrille? Zum Beispiel Trevor hat noch keine Sonnenbrille. Er hat ein Nachtsichtgerät, aber keine Sonnenbrille. Aber ich sollte vielleicht erstmal jemanden wie Ira ausstatten. Denn auch Ira schießt ja viel bei mir. So, dann haben wir hier eine Spectra-Shield-Weste. Die ist natürlich auch gut. Die sollte ich auch noch jemandem geben. Ich glaube, bis auf das Medipack von Flo dürfte jetzt hier alles ganz gut gefüllt sein. Ja, das ist so eine Sache. Die ist halt, kann nicht so viel tragen, die gute Ira. Okay. Ach. Mal 51 und mal 51, aber 10 Rounds. Daran liegt's. Doch nicht die gleiche Magazingröße wie die von Ira. So, den Zeitzünder kann ich ja anbringen. Shit! Das mache ich doch nicht mit Ira. Das mache ich mit einem jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt. Mensch. Naja, mit 1.13. Sind alles Zeitzünder. Die Frage, ob ich die noch jemals verwende. Genau, sonst habe ich keine Mods. Also ich weiß auch gar nicht, ob man mehr als einen Mod haben kann überhaupt. Ansonsten wollte ich mir die Spass mal angucken. Die hat eine Reichweite von 15, Schaden 38. 38, Reichweite von 20 durch den Duckbull, den kann ich ja da wahrscheinlich auch anbringen. An die Spass, ja, kann ich. Oder? Das macht nicht die Reichweite.
Ach, das ist die Munition. Stimmt, das ist die Munition. Die erhöht die Reichweite. Modifikator Entfernung. Genau. Die erhöht die Reichweite, diese spezielle Munition. Das wäre dann bei der aber auch so. Meine Stimme kommt leise rüber, echt? Boah, weiß ich nicht. Also der Ausschlag sieht eigentlich ganz gut aus hier beim Mikrofon. Aber Thyrawal hatte, wo er noch da war, auch gesagt, der Spielton ist leiser als meine Stimme. Oder lauter, der Spielton ist lauter als meine Stimme, deswegen habe ich den Spielton wieder runtergestellt. Aber vielleicht liegt es ja auch eher daran, dass die Aufnahme relativ leise ist, aber eigentlich ist es laut eingestellt. Könnte es noch ein bisschen mehr hochziehen, aber ich denke mal, es geht. Ich würde es dann im Anschluss machen und ein bisschen lauter machen. Fürs nächste Mal. Ich hoffe nur, ich denke dran. So, noch ein bisschen weiter vergleichen. 38, ja. 14 AP, ja, ist schon mal besser als die Remington. Genauigkeit ist 20, 20 bleibt gleich. Gewicht ist auch besser, die wiegt nämlich 3,9 Kilo und die Remington 4,6. Das heißt, wir haben tatsächlich mal eine Schrotflinte, die wir jetzt tauschen. Zumindest auf den ersten Blick besser aussieht. Ich hoffe auch auf den zweiten. So. Munition ist schon die richtige. Okay. Ach so. Jetzt mit dem Duckbild dran ist das Ding wieder schwerer. Naja, gut. Aber ich glaube, die kann... Ich dachte, die könnte auch Autofeuer. Das kann dann nur diese Waffe von dem einen Typen. Muss ich mir die doch nochmal genauer angucken. Nochmal abmachen. Bessere Vergleichswerte habe. Minus 7, 13, was ist das? Genauigkeit minus 7. Achso, wegen des Schadens, der die Waffe hat. Aber die repariere ich ja. Ja, eigentlich muss ich nur auf die Werte links gucken. Zuverlässigkeit. Barrierfähigkeit. Okay, die ist bei der Spass nicht gut. Dann haben wir hier halt ein bisschen weniger AP pro Schuss. Ja. Schon ziemlich wichtig, ne? APs fürs Repetieren. Ah, und die muss ich nicht repetieren. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Ja, ich wechsle zu der. Das ist halt auch noch ein Problem bei der Remington. Jedes Mal nochmal den Kolben durchziehen. Okay. Das hätte ich auch bei der hier schon gehabt, ne? Aber die hat halt mehr AP dann noch. Okay, aber lassen wir es so, würde ich sagen. So, die Spectre Shield Weste. Ich gebe die mal ihm, weil dann kann ich besser vergleichen.
Wäre dann auch für Fox schon besser. Nochmal vergleichen, was diese erweiterten Eigenschaften betrifft. Ja, das ist eben so, ne? Ich glaube, dabei können wir es jetzt erstmal lassen. Die Guardian-Weste lasse ich liegen. Die können sich dann die anderen schnappen. Das C18 könnte ich noch verwenden. Geht es tatsächlich nicht mit dem. Mit dem Anzug. Aber hiermit ging es. Oh, right on. Genau, das verbessert die Rüstung dann nochmal. Ja, ob ich das jetzt hätte wirklich Trevor geben müssen? Naja, gut. Jetzt hat's Trevor, würde ich sagen. Okay, dann gucke ich mal nochmal nach den. Nach der Muni. Können wir schon mal tauschen. Ja. Okay. Dann sind wir bei Fox. Fox braucht Munition. Die Waffe. Das ist 9x19, aber nicht panzerbrechend. Können wir jetzt nicht wirklich besser machen damit. Ira braucht mehr AK-Munition. Auch mal zusammenfassen. Das habe ich schon nachgeladen. Die sind noch voll. Ja, gut, diese kuriosen Munitionsclips. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Davon ist noch genug da. Amus. Der hat damit auch noch genug. Ah ja. Der trägt ja die mit sich rum. Und die brauchen wir ja hier. Man die Magazine hier mal voll machen. Damit. Ansonsten brauche ich auch noch AK-Munition. Zack, die Kügelchen da alle reinkugeln. Jetzt bin ich hier schon einmal rum. Können wir auch mal das noch voll machen.
Achso. Auch bei Chris. Das hier leere Munition. Das passt alles noch. Das so nicht sein. So, auch alles voll. Und dann habe ich bei allen mal reingeschaut. Weitere AK-Munition haben wir jetzt nicht rumzufliegen, ne? Glaube nicht. Ist ja okay. Okay. Dann haben wir es geschafft. Erstmal. Ich kann noch mal nach AK-Munition in den anderen Sektoren gucken. Da auch nicht. Hier liegt AK-Munition. Gehe ich mal darüber. Toll. Toll. Das ist auch ein sehr sicherer Sektor. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Okay, dann können wir die AK-Munition noch auffüllen. Dort. Und Pyra. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. Genau. Gut. Hier liegt noch ein Headset und ein Nachtsichtgerät. Das und Feldanzug. Habe ich den gar nicht aufgesammelt? Der ist doch voll gut. Halt beschädigt. So, dann schaue ich mal, was geht denn hier? Ist kein Betrieb. Okay. Jetzt hier. Was tun? Ich hier. Da auch nicht. Ich nichts wissen, was tun. Ja. Glaube ich nur da unten. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Ja, ich hier. Nur hier unten. Ich nichts wissen, was tun. Und dann noch so ein cooler, ne? Doch, beide gleich genommen. Nee, irgendwie nicht. So. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Jetzt hier. Was da kann tun? Trevor halt in der Munitionsfabrik Gegenstände reparieren. Also wir gehen wieder ja, auf die Munitionsfabrik. Verstanden. Reicht, wenn er hierher geht. Bin bereit. Hier. Na. Ach so, wegen des Rucksacks. Ja. Müssen wir nochmal den Hack anwenden. Yep.
Ja. 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 An der Stelle, wenn man sich das sowieso bin immer bereit? So zurecht zurecht macht, ne? Und dann die Rucksäcke ja, wieder aufsetzt, wenn man auf dem Dach ist, dann könnte man natürlich eigentlich auch die Einstellung in der Config ändern, dass man damit auch auf die Dächer kommt. Dann trickst man ja das Spiel eh schon aus. Okay. Dann fröhliches Reparieren. Du bist Patient. Chris ist ebenso Patient. Fox ist irgendwie beides. Nee, wir machen keine Operation. Ira hilft mit, macht auch keine Operation. Dimitri repariert Gegenstände allerdings nicht im Betrieb, weil das nicht geht, oder? Nee, geht nicht. Amus dengelt rum. Der kann mal... Sprengstoff hat er jetzt bald geschafft. So. Und die anderen sind bald da. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Sind sie da? Warum kann ich jetzt da nichts? Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Hallo? Weil sie noch im Laster sind oder warum? Ist wieder ein Bug. Ich gaffe wirklich nicht gern. Geht immer noch nicht. Doch, bei... Ja, doch. Geht. Okay. So, sie sind ja eigentlich auch schon ziemlich gut ausgestattet mit ihren Sachen, die sie jetzt hier haben. Auch alle irgendwie Helme. Aber zum Teil halt auch Stahlhelme noch. Da nimm doch dann lieber einen Kevlarhelm, würde ich sagen. Und das Nachtsichtgerät, das nehmen wir dann weiter. Okay. So. Ich glaube, diese Akkuweste wird mal besser als eine Kevlarweste. Die repariert ist. Halt eine größere Abdeckung, wie man sieht, im Vergleich zur Kevlarweste. Und dadurch wird sie, wenn sie repariert ist, mehr Schaden abfangen. Muss halt auch erstmal repariert sein. Aber okay. So, der Rest. Jetzt hier erstmal nicht so interessant.
denke ich. Und ich glaube, ich werde mich damit dann auch im Detail eher offline befassen. Mit dem ganzen Inventarmanagement, weil es ist ja hier noch wirklich sehr, sehr viel, was ich mir anschauen muss. Jedenfalls schon mal Munition für ihre Beretta, das ist mal Zeit. Und das ist nicht so wirklich spannend. Und jetzt werde ich auch müde und meine Stimme fängt langsam an, ein bisschen weh zu tun. Von daher würde ich sagen, ich mache Folgendes. Ich mache an der Stelle Feierabend und Schluss für heute. Und ja, mache dann hier Inventarmanagement und Milizenausbildung. Das mache ich dann offline. Und dann sind wir danach fertig, um weiterzuziehen. War ich eigentlich schon im Minensektor? Ja, war ich schon. Okay. War ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da die Gold-Nuggets oder Silber-Nuggets schon eingesammelt habe. Ich denke, in Grum ist es auch Gold. Und jetzt gibt es hier auch ordentlich Geld. Also die Grum-Mine ist schon heftig. Sind ja jetzt nur 37% und ich bekomme 11.800 am Tag bei einer 37% Mine. Da gibt es ordentlich Geld. Gut. Wenn die Loyalität erstmal bei 100% ist, dann noch viel mehr. Okay. So viel erstmal dazu. Und dann bedanke ich mich bei euch. Bis Schuhschauen. Speichere an der Stelle. Und mache erstmal aus. Und schau gleich mal, wo ich euch hinraiden kann. Diejenigen, die noch da sind, Jimmy Lee und vielleicht noch ein paar andere. Ich kann mal eben auch noch hier die Mikrofonlautstärke höher stellen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen lauter. Wenn nicht, Pech. Leider. Ja. Rigelmado, vielleicht bist du auch noch da. Ich glaube, ich hatte noch gar nichts offen hier. Gar keinen Browser offen. Genau, der Harald. Der war derjenige, der gestern gespielt hat. Harald van Horn. Der hat gestern Jagged Alliance gespielt. Der hat knapp 20.000 Follower. Also schon ganz schön heftig. Ganz schön heftig viele. Aber die wird er wohl nicht, nicht von Jagged Alliance vor allem bekommen haben. Und ich schaue jetzt mal nach Kanälen, also von den Leuten, die üblicherweise Deutsch streamen, ist im Moment niemand mehr online. Ich guck mal, ob jemand Jagged Alliance macht. Sieht auch nicht so aus. Das bin nur ich und ein Zuschauer. Na, dann wird es wohl Jimmy sein. Der eine Zuschauer. Ja, vielleicht auch noch Samson. Oder jemand anderes. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann würde ich sagen, ich raide wieder zum Monguser. Der spielte auch einmal Jagged Alliance 2. Ist ein US-Amerikaner. Der streamt also auf Englisch. Aber wie gesagt, jemand, der auch Jagged Alliance 2 gespielt hat. Vor einer Weile kann man sich vielleicht noch in den VODs irgendwie ansehen. Ich weiß nicht, ist glaube ich schon zu lange her.
Und der spielt im Moment Diablo 4. Und das ist ja auch viel Geloote, aber auch viel Geslashe. Aber es ist ja ein bisschen so ähnlich. Ja. Also zumindest die alten Diablos fand ich auch immer sehr reizvoll. Die neuen habe ich mir nicht geleistet. Diablo 1 und 2 habe ich damals gespielt. Und da gab es dann auch immer viel zu looten und sein Inventar ständig zu verbessern. So ähnlich wie bei Jagged Alliance 2. Allerdings ist es halt nicht rundenbasiert, sondern immer drauf. Aber ja, der ist, wie gesagt, im Moment gerade der einzige, der noch so da ist. Von daher machen wir das jetzt einfach mal und raiden zu ihm. Und dann danke nochmal an alle, die da waren. Danke an Tyrawal für die 42 Traditionsbits. Dann danke an Samson und an Jimmy Lee und an Ungezogene und an Rilmado und wer noch so da war und den ich jetzt vergessen habe. Ich hoffe, ich habe an alle gedacht. Ich kann nochmal durch. An Engel natürlich auch. Schön, dass ihr da wart und dass ihr geschrieben habt. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und Raider zum Mongoosa. Raid startet. Danke euch. Macht's gut. Ciao.